Die AfD ist in einer Umfrage in der Wählergunst auf einen Rekordwert gestiegen und ist jetzt erstmals so stark wie die SPD. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnit wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, kann die AfD 3 Prozentpunkte hinzugewinnen und erreicht jetzt 17%. Es ist der bisher höchste Wert der Partei im Sonntagstrend. Da die SPD 2 Zähler verloren hat, erreicht sie ebenfalls 17%. Auch CDU/CSU verlieren 2 Punkte. Nur noch 30% der Befragten würden aktuell die Union wählen. Insgesamt kommt die Große Koalition in der Umfrage nur noch auf 47% und hätte damit keine Mehrheit mehr im Bundestag. Die Grünen erreichen wie in der Vorwoche 12%. Linke und FDP liegen erneut bei jeweils 9%. Auf die sonstigen Parteien entfallen 6%. Für den Sonntagstrend befragte Emnit zwischen dem 28. Juni und dem 4. Juli insgesamt 1894 repräsentativ ausgewählte Bundesbürger.